Der morgige Wochentag hätte so schön sein können, gemeinsam mit der gesamten nächsten Woche, denn wie wir auch aktuell immer noch erwarten, könnten morgen möglicherweise in Hongkong die Bitcoin und auch ETH Spot-ETFs zugelassen werden. Jetzt in den letzten 24 bis 48 Stunden haben wir allerdings gesehen, dass der Markt massiv korrigierte. Grund dafür sind momentane Probleme im Nahen Osten. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der aktuellen Situation, dem massiven Abverkauf der letzten 24 bis 48 Stunden, darüber hinaus allerdings vor allem auch mit der nächsten Woche. Worauf kommt es jetzt an und erleben wir möglicherweise bereits morgen schon den nächsten Knall? Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Marktupdate. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und eigentlich wollte ich mich nicht so schnell schon wieder bei euch melden. Allerdings, ja, sehen wir momentan, dass die geopolitischen Spannungen einen so negativen Impact auf den Gesamtmarkt haben, dass ich mich im heutigen Video noch einmal dazu äußern möchte, denn mich erreichen auch sehr, sehr viele Nachrichten. Was ist denn jetzt? Was ist passiert? Wie stark war der Ausverkauf wirklich? Was waren die Hauptauslöser? Und wie sieht das ganze Fundament jetzt aus? Daher schauen wir uns vor allem auch eben an, wo wir jetzt stehen und was uns bevorsteht. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an jeden einzelnen von euch, nicht nur für das Dalassen einer Bewertung, sondern selbstverständlich auch für die Kommentare und das Feedback, damit ich die Videos so gut wie es nur eben geht für euch hier hochladen kann. Wir kommen jetzt allerdings erstmal darauf zu sprechen, was jetzt in den letzten 24 bis 48 Stunden überhaupt passiert ist. Wir sahen den Angriff von Iran auf Israel. Das Ganze wurde im Vorfeld schon mehr oder weniger angekündigt. Vor allem die anderen Staaten, die da so zwischendrin hängen, wurden wohl vom Iran vorgewarnt. Im Anschluss dessen gab es dann eine relativ große Offensive, natürlich mit Raketen. Die Zahlen sind wirklich verrückt. 185 Kamikaze-Drohnen, 110 ballistische Raketen und 36 Marschflugkörper. Dadurch, dass ich das Ganze jetzt hier vorlese und über diese Thematik spreche, wird das Video wahrscheinlich demonetarisiert. Trotzdem fand ich es wichtig, das einmal hervorzuheben. 131 Drohnen sind auf Israel hinabgeprasselt. 7 Raketen trafen tatsächlich auch im israelischen Territorium ein. Interessiert uns jetzt für den Markt in diesem Sinne nicht ganz so viel. Ich finde es allerdings erstens interessant, wie dieser Angriff tatsächlich stattgefunden hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Israel sich zum Glück ganz gut verteidigen könnte. An dieser Stelle will ich auch nicht irgendwie Stellung für den einen oder anderen Staat nehmen. Das ist ja ein riesenkomplexes System, was da an Konflikten schon seit Jahrzehnten vorherrscht. Da will ich überhaupt nichts zu sagen. Wir beschäftigen uns hier wirklich nur mit den Marktbewegungen. Das Ganze ist allerdings am Ende des Tages natürlich auch wichtig für die Folgen, die daraufhin resultieren. Denn wenn man das Land jetzt komplett platt gemacht hätte, hätte es mit Sicherheit andere Konsequenzen gegeben, als wir jetzt erleben werden. Denn dieser Angriff war natürlich ein Angriff und das ist natürlich auch zu verurteilen, so wie jeder Angriff und jeder Kriegsakt. Trotzdem ist es jetzt zum Glück nicht dazu gekommen, dass hier unzählige Zivilisten gestorben sind. Trotzdem hat der Markt natürlich extrem negativ auf diese Bewegungen reagiert. Es war quasi ein Schock, es war eine Panik, denn der Markt hat genau das eben nicht kommen sehen. Natürlich diese geopolitischen Probleme, die möglicherweise auch noch weiter auftreten, die sind uns allen bewusst, dass es dort Probleme geben könnte. Allerdings hofft man natürlich, dass es nicht zu weiteren Problemen kommt. Trotzdem, nach dem Angriff sahen wir, dass einige Futures massiv abgerutscht sind. Vor allem sahen wir allerdings, dass es beim Bitcoin eine massive Panik-Candle nach unten gegeben hat. In 30 Minuten ist der Bitcoin hier um knapp 10% abgerutscht und ja, für Bitcoin-Verhältnisse klingt das nicht so krass, da der Bitcoin mittlerweile allerdings eine Marktkapitalisierung von weit über 1 Billion US-Dollar hat, sind 10% in 30 Minuten auf jeden Fall eine Menge. Das kommt natürlich auch nicht von ungefähr, das sind nicht nur Spot-Verkäufe, die wir gesehen haben. Knapp 1 Milliarde US-Dollar wurden hierbei liquidiert. Natürlich hauptsächlich die Long-Positionen, die auf steigende Kurse gesetzt haben. In Bezug auf das gesamte Open Interest, also alle offenen Positionen, sahen wir, dass diese um 4 Milliarden US-Dollar reduziert wurden. In den Tagen zuvor gab es ja schon leichte Rücksetzer, die habe ich jetzt mal mit reingenommen. Allerdings sind die großen Summen tatsächlich erst in den letzten 24 Stunden hier aufgetreten. Das ist von der Spitze aus eine Korrektur von knapp 20% des Open Interest, was wirklich schon eine Menge ist, vor allem in einer so kurzen Zeit. Schauen wir uns diese Entwicklung in dieser Statistik einmal an, so sehen wir auch, dass dieser Abverkauf auf Tagesbasis der stärkste Abverkauf des Bitcoins seit über einem Jahr war. Wir sehen, dass die Funding Rate im Zusammenhang mit diesem massiven Absturz teilweise ins Negative gerutscht ist. Das heißt, ein Großteil des Marktes hat tatsächlich auf fallende Kurse gesetzt. Das liegt zum einen daran, da viele Long-Positionen, die auf steigende Kurse setzen, liquidiert wurden. Auf der anderen Seite ist allerdings natürlich auch das pessimistische Sentiment im Markt stärker angestiegen. Es war auch der zweitgrößte Anstieg des Net-Taker-Volumens aller Zeiten.
streiken. Und auch das ist ein weiterer Hinweis dafür, dass wir eben einen massiven Verkaufsdruck und massive Liquidierungen gesehen haben. Also das war wirklich eine Panik und alle, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die kennen mittlerweile diese Panikverkäufe, die es nun mal eben immer wieder gibt. Und meistens sind diese eben auch nicht wirklich rational. Dabei sehen wir eben auch, dass der Bitcoin, was die Dominanz angeht, sogar noch weiter gestiegen ist. Die Bitcoin-Dominanz vergleicht hierbei die Marktkapitalisierung des Bitcoins mit dem Rest des Kryptomarktes bzw. mit den Altcoins. Die Dominanz steigt, wie ihr hier im Hintergrund seht, bereits schon seit Oktober des letzten Jahres. Vor allem in den letzten Wochen und Monaten hat sich der Bitcoin noch weiter gegen die Altcoins durchgesetzt. Und das sieht man eben auch in dieser Grafik. Das heißt, wir sehen, dass die Altcoins vor allem in den letzten Tagen noch stärker abverkauft wurden als der Bitcoin. Also wir sehen sowieso schon eine Flucht aus Risikoassets und der Bitcoin wird immer noch leicht als Risikoasset angesehen, zumindest von einigen Marktteilnehmern. Vor allem die Altcoins haben allerdings massiv gelitten. Trotzdem muss man an dieser Stelle allerdings auch ganz klar sagen, der Markt hat das Ganze sehr gut aufgenommen, denn trotz der massiven Liquidierung und des extremen Abgabedrucks konnte sich der Bitcoin hier von der unteren Range knapp 60.000 US-Dollar als Unterstützung weiter halten. Und das ist genau der Preisbereich, den wir schon vor Wochen, wenn nicht vor Monaten eingezeichnet haben. Glückwunsch an alle, die diesen Preisbereich, diese Widerstands- und Unterstützungszonen zum Traden nutzen. Natürlich war das eine richtig gute Opportunity. Ich hoffe, ihr habt das Beste draus gemacht. Ich habe auch wieder gesehen, dass irgendwelche Oberzocker mit sonst was für einen hohen Hebel auf Meme-Coins liquidiert wurden. Denkt bitte daran, Freunde, wenn ihr tradet, macht das Ganze vorsichtig und mit Bedacht und nicht, dass ihr bei einer 10% Korrektur euer gesamtes Portfolio verliert. Setzt maximal 1-2, je nach Handelsstrategie, vielleicht auch 1-3% eures Portfolios mehr ein, aber niemals euer gesamtes Portfolio, niemals so, dass es bei so einem Panikabverkauf so dermaßen ins Negative rutscht. Ansonsten wünsche ich euch, was das Handeln angeht, selbstverständlich nur das Beste. Ihr wisst es, ich trade leicht, ich bin allerdings hauptsächlich jemand, der Spot kauft und hält, mit Fokus auf den Bitcoin, doch das soll gar nicht das Thema sein. Falls du nur auf der Suche bist nach einer Trading-Plattform, check gerne mal die Videobeschreibung ab. Bei BingX gibt es sowieso die günstigsten Gebühren und mit meinem Link sparst du dir nochmal 10%. Kommen wir jetzt nochmal auf die allgemeinen Marktgeschehnisse zurück, denn wir sahen bereits am 12. April, also vor knapp 2 Tagen, dass der Volatilitätsindex, der die Volatilität der Aktien bemisst, schon massiv angestiegen ist. Wir sehen jetzt über den letzten Monat insgesamt rund 20%. Wenn wir uns das Ganze vom Tiefpunkt angucken von vor knapp 3 Wochen, dann sehen wir, dass der Volatilitätsindex um knapp 50% angestiegen ist. Das ist ein massiver Anstieg, den wir vor allem auch bei den Aktien in Bezug auf die Volatilität sehen, denn in der vergangenen Woche haben auch einige Banken ihre Gewinne gemeldet und die waren eben nicht so positiv wie erwartet. Dabei beschäftigen wir uns gleich auch noch einmal mit den Aktien, kommen wir noch mal kurz auf den Bitcoin zu sprechen und was wir jetzt zu erwarten haben, welche Preisbereiche hier möglicherweise realistisch sind. Natürlich gibt es jetzt überall auf Twitter wieder irgendwelche Schreckensprognosen, wo wir sehen, dass der Bitcoin sich genauso verhält wie im vergangenen Bärenmarkt. An dieser Stelle muss ich sagen, das ist ein bisschen schwierig. An dieser Stelle würde ich das als ja nicht ganz so seriös einstufen, denn ja, man kann das einfach nicht vergleichen. Man muss sich das aktuelle Marktsentiment angucken, die ETFs, die aktuelle Funding Rate, das gesamte Marktumfeld. Und daher möchte ich an dieser Stelle auch noch beispielsweise einmal ansprechen, als damals die Invasion von Russland in die Ukraine gestartet hat, hat der Markt natürlich auch massiv korrigiert. Nicht nur die Aktien, nicht nur der S&P 500, sondern auch der Bitcoin. Das Ganze erholte sich allerdings innerhalb von Tagen. Das heißt, falls ihr jetzt irgendwelche Prognosen lest, dass Bitcoin jetzt komplett abstürzt, kann natürlich sein, wenn jetzt der dritte große Krieg ausbricht. Das Ganze bleibt allerdings nicht zu hoffen und ich erwarte es auch nicht. Wissen tue ich es allerdings natürlich trotzdem nicht. An dieser Stelle muss man aber ganz klar ja auch die Wahrscheinlichkeiten so ein bisschen abschätzen. Wir sehen beispielsweise auch, dass in den letzten 30 Tagen mehr als 115.000 Bitcoin aufgesammelt wurden. Wir sehen, dass momentan deutlich mehr Bitcoin akkumuliert wird, als neu ins System kommt. In wenigen Tagen sehen wir dazu noch das Halving, die Bitcoin Spot ETFs und Co. Zudem sehen wir, dass mittlerweile fast alle Kohorte hier tatsächlich den Bitcoin weiter akkumulieren. Die Bitcoin-Miner sind die, die aktuell noch für stärkeren Abgabedruck sorgen. Allerdings werden sie diesen höchstwahrscheinlich auch nach dem Halving einstellen. Das Halving und so ein paar Wochen davor und danach sind eben Make-or-Break-Punkte für viele Miner. Einige werden nicht profitabel sein, werden ihr Betrieb einstellen und in diesem Zusammenhang natürlich auch ihre Bitcoin verkaufen. Andere Miner, die profitabel sind, werden allerdings einen Großteil ihrer Bitcoin auch weiter halten. So hat es uns die Geschichte immer wieder gezeigt. Wie
Wie geht es also jetzt weiter für den Bitcoin? Wir sehen vor allem, was die Liquidität angeht, dass wir jetzt nach unten wieder so ein bisschen Platz gewonnen haben. Bei rund 57.000 US-Dollar finden wir ein kleines Liquiditätscluster. Dort könnte der Bitcoin auf jeden Fall noch einmal zurücklaufen, gerade wenn der Handelsstart in Bezug auf die Aktien morgen etwas schwieriger ausfällt. Nach oben hin sehen wir allerdings vor allem im Bereich von 73.000 weiterhin dieses massive Liquiditätscluster, über das wir uns ja jetzt auch schon seit einigen Wochen unterhalten. Bisher konnte der Bitcoin allerdings nicht genug Stärke aufzeigen, um in dieses Cluster reinzulaufen. Short-term muss man eben vor allem darauf schauen, wie morgen der Handelsstart der Aktien sein wird. Einige Futures preisen aktuell schon massive Abverkäufe ein. Allerdings muss man hier ganz klar schauen, wie der Markt dann auch wirklich öffnet. Der US-Dollar hat beispielsweise in den letzten Tagen stärkere Dominanz bewiesen oder Stärke bewiesen, was ein klarer Hinweis dafür ist, dass eben das Geld in den Dollar wandert, dementsprechend raus aus vor allem auch Risikoassets, wie der Bitcoin eben teilweise auch noch angesehen wird. Fokus liegt morgen also vor allem auf die Aktien, selbstverständlich auch auf die geopolitischen Spannungen. Aus Israel heißt es aktuell, dass man sich mit Joe Biden unterhalten hat und keinen Gegenschlag leisten möchte. Ansonsten sehen wir vor allem eben auch in den letzten Tagen, dass die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen im aktuellen Jahr weiter rückläufig sind. Noch vor einigen Monaten betonen die Ökonomen, dass die Zinsen bald massiv und superschnell gesenkt werden. Jetzt gerade verstummt es quasi. Nachdem die Inflationsdaten vor knapp einer Woche etwas höher ausgefallen sind, als man zuvor gedacht hatte, waren die Einpreisungen, was Zinssenkungen angeht, auf nur noch eine Zinssenkung im aktuellen Jahr. Mittlerweile sind es wieder zwei, denn wir sahen, dass die PPI, also die Producer Price Index Daten in der vergangenen Woche etwas niedriger ausgefallen sind, als man erwartet hat. Also das Produzieren von Produkten ist tendenziell günstiger, was natürlich ein Hinweis dafür ist, dass die Produkte am Ende des Tages möglicherweise auch günstiger sind. Am Ende des Tages sehen wir jetzt infolgedessen, dass es im aktuellen Jahr auch weiterhin eingepreist wird, dass wir zwei Zinssenkungen sehen. Auch das natürlich extrem wichtig für den Bitcoin und den Gesamtmarkt, auch wenn diese Zinssenkungen noch etwas hin sind. Neben der Inflationsthematik in Bezug auf die Zinsen muss man natürlich auch auf die Haushaltspolitik der USA schauen, denn wenn die Zinsen im aktuellen Jahr nicht gesenkt werden, dann muss die USA pro Jahr 1,6 Billionen US-Dollar aufwenden, um alleine die Zinsen zu tilgen. 1,6 Billionen, das wäre dann mit Abstand der größte Haushaltsposten, mehr als die USA fürs Militär ausgibt, und wir wissen alle, wie gerne die USA Kohle für das Militär ausgibt. Also auch hierbei gibt es natürlich weitere Druckpunkte, nicht nur die Inflation, auch das ist natürlich super komplex. Des Weiteren sehen wir jetzt in der nächsten Woche neben natürlich zum einen geopolitische Bewegungen, zum anderen Aktienstart, zum anderen allerdings auch beispielsweise die Einzelhandelsumsätze, die am Montag gemeldet werden, genauso wie eine Umfrage zum verarbeiteten Gewerbe. Am Dienstag sehen wir dann noch eine Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell und am Donnerstag sehen wir noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, eine weitere Umfrage zum verarbeiteten Gewerbe und die Verkäufe bestehender Häuser, also ein kleiner Indikator für den Immobilienmarkt. Ist jetzt nicht wirklich viel Spannendes dabei, außer vielleicht die Rede von Jerome Powell. Das könnte nochmal interessant werden. Was ebenfalls noch vor allem in Bezug auf Aktien interessant wird, werden selbstverständlich die Daten von diversen US-Banken, denn sie melden eben ihre Gewinne oder auch eben Nicht-Gewinne. Wie gesagt, in der vergangenen Woche gab es schon erste Vorboten, dass es hier möglicherweise nicht so gute Zahlen gibt, und natürlich hat auch die Bankenlandschaft einen großen Effekt auf den gesamten Aktienmarkt. Wir können also jetzt final festhalten. Der Bitcoin steht momentan sehr, sehr gut da. Also wenn man sich die On-Chain-Daten bzw. vor allem eben auch die Chart-Daten anschaut, dann steht er sehr, sehr gut da. Die Unterstützung hat gut gehalten. Wir sehen eine Menge Käufernachfrage. Es wurde extrem viel überhebelter Hebel aus dem Markt gewischt und das Fundament des Bitcoins selber, wenn man sich nur den Bitcoin anschaut, sieht sehr stabil aus. Die Nachrichten aus Israel sind aktuell in Ordnung. Es sieht nicht so aus, als ob hier es zu einem Gegenschlag kommt. Dementsprechend sehen wir möglicherweise auch dort, dass sich das Ganze hoffentlich die nächsten Tage weiter beruhigt. In Bezug auf Aktien bin ich noch ein bisschen skeptischer. Gerade die Banken könnten hier nächste Woche so ein bisschen Turbulenzen bringen. Ich glaube allerdings nicht, dass wir jetzt morgen den Superknall sehen. Spannend wird natürlich auch, wie die breiten Marktteilnehmer am Ende des Tages in den Aktienmarkt reinstarten. Ob wir tatsächlich sehen, dass viele, vor allem auch Institutionelle, sich aus dem Markt weiter zurückziehen. Denn natürlich Konflikte im Nahen Osten haben möglicherweise immer höhere Ölpreise zur Folge, was am Ende des Tages auch einen negativen Impact auf diverse Unternehmensdaten hat, denn Öl ist natürlich Energieträger Nummer 1 und daher wichtig für die verschiedenen Unternehmen und ihre Gewinne, sowie am Ende des Tages natürlich auch in Bezug auf die Inflation. Uns steht also eine sehr, sehr spannende Woche bevor. Es bleibt weiterhin zu hoffen, dass es keine weiteren Konflikte gibt, beziehungsweise dass das Ganze nicht weiter eskaliert. Wie gesagt, ich positioniere mich hierbei auf keine Seite. Im Allgemeinen finde ich Krieg immer schlecht. Selbst wenn Soldaten in den Krieg gehen, die Bock auf Krieg hätten, selbst wenn man sagt, ja, ist doch okay, solange keine Zivilbevölkerung zu Schaden kommt,
auch dieser Soldat, der in den Krieg zieht, hat Familie zu Hause und auch da will man nicht, dass irgendetwas passiert. In diesem Sinne möchte ich das heutige Video allerdings auch schon beenden, Freunde. Vergesst nicht zu bewerten und zu kommentieren, falls ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen entspannten Abend und morgen hoffentlich einen guten Start in die nächste Woche. Bis morgen dann. Ciao, Freunde. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen.